immer Spaß. Halt, halt drauf, halt drauf. Immer draufhalten. Alles, alles filmen. Vielleicht hole ich gleich meinen Pimmel raus, leg den Sigi auf die Schulter. Stell dir vor, du hättest das nicht und ich hab's verpasst, ja, scheiße. Mann! Siezen, 19, 38 reicht nicht, dann 20 Jahre, dann 12 reicht man auch für aufstehen. Und doch, muss ich ja noch im Club und dann... I have to produce. Das gab's so vorher nicht. Normalerweise bei den ganzen Pimpulsiv-Sachen von früher oder bei Trailerpark-Sachen, da hat Timini produziert. So. Und so ein neues Ding jetzt von ihm ist, neuerdings produziert er. Wieso? Ich muss hier produzieren. Ja, nimm das auf. Meinst du? Meinst du genau so? Ja. Warte, okay, warte, warte. Oh, ich darf den Vibe nicht verlieren. Ich darf den Vibe nicht verlieren. Nuna, nina, na, 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 na. Nuna, nina, na, na, na. Nuna, nina, nuna, na, na. Nuna, nina, na, na, na. Nuna, nina, na, 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 na. Scheiße. Das Witzigste mit Timmy war auf jeden Fall, er hat mich einmal mitten in der Nacht angerufen und wir hatten vorher ein bisschen WhatsApp geschrieben so und wollten irgendwas Wichtiges klären und dann hat er mich angerufen und hat gemeint, oh, wir müssen das jetzt unbedingt klären, so, weil ich habe mir gerade zwei Teile geschmissen und wir müssen das unbedingt klären, bevor die Teile wirken. So. Und dann habe ich gemeint, ja, dann lass quatschen so. Und man hat dann aber während dem Gesprächsverlauf einfach gemerkt, wie die Teile anfangen zu wirken. So. Und das war, ich glaube, das war wirklich das witzigste Telefonat, das ich jemals hatte in meinem Leben. Wenn du gerade über wirklich ernsthafte Themen sprichst und merkst aber, dass dein Gegenüber so von Minute zu Minute einfach weggeklatscht wird und du einfach nur da sitzt und dir denkst, what the fuck, so, was passiert hier gerade, wo bin ich, passiert das wirklich? Und du merkst dann aber, ja, das passiert wirklich. Was ist denn da los? Da ist selbst eine Billion. Aber das Neue ist jetzt eigentlich, dass er selbst produziert. So. Und zwar, das ist total chaotisch, das ist eine mega Krankheit teilweise, wenn ich dann die, dann heißt es immer so, hey Tim, kannst du mal vorbeikommen, du musst mal Spuren exportieren, also ich heiße auch Tim. Hey Tim, kannst du mal vorbeikommen, mal Spuren exportieren, so, ich weiß nicht so richtig, wie das geht, ich habe da aber so ein Beat gebaut, full of Coke und dann kommst du da so hin und das Projekt ist das totale Chaos, ist furchtbar, aber der Beat ist dann cool, so, und... Ja, was willst du da sagen? So, ne? Es ist alles total chaotisch und total seltsam und unkonventionell und der dreht an Reglern, wo andere sagen würden, an dem Regler würde ich ja nie drehen für die Funktion, die ich da erreichen will. Aber das ist halt Timmy so, der ölt rum, dreht an allen Sachen, wo kein normaler Mensch dran dreht und fuddelt irgendwie, aber er tut's halt. Ne? Und am Ende kommt dann das dabei raus, was er dann halt macht. So, ne? Es ist halt sehr unkonventionell, teilweise sehr experimentell. Na doch, war ganz gut. Wir haben auch versucht zusammen zu produzieren, das funktioniert auch nicht richtig, dass es irgendwie, der muss das so alleine machen, der muss dann total stoned in seiner Bude abhängen und das machen so. Und das ist auch einer, der braucht jetzt nicht ein Studio oder so, dem reicht das, wenn er irgendein gammeliges Keyboard hat, einen Rechner, der halbwegs läuft irgendwie und dann geht's los so und dann fuddelt er sich da was zusammen. Also das ist so Timmys Produktionsweise, aber die ist halt, ja, einzigartig, aber cool. Das eine Ding, Mann! Das wisst ihr ja selber, ne? Was ist eigentlich in der Box? Ein Feuerzeug.